Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Auf geht's. Auf in die triste Wildnis. Auf zum Schatz. Ich dachte auf, das Königreich zu retten. Ist aber auch schön, dass das Artefakt uns sucht, ja, und nicht andersrum. Der gute Trine. Lass das Abenteuer beginnen! Jetzt geht's los. Wohin hat der Trine uns gebracht? Sehen wir uns etwas um und finden es heraus. Autsch. Autsch. Aber schön, dass du das genauso machst. So, wie kommt man hier an den Trank ran? Wo? Warte. Ich hol ihn hinunter. Ist wunderbar. Sesam, mich gleich mit hoch. Genau. So, da oben war nämlich auch noch einer. Kannst du mal bitte Spring? Das Ding bewegen, wo ich draufstehe? Aber selbstverständlich, warte. Schleuder mich mal bitte durch die Gegend. Merci. Nichts leichter als das. Guck mal, da unten ist noch einer. Direkt ja. Auf der Kiste vor dir. Wunderbar. Und da, hier rechts noch. Hier. Wie soll ich denn da rankommen? Ich glaube, das musst du mit dem Ritter aufschlagen. Das sieht so ein bisschen danach aus. Okay, Moment. Es ist doch ein bisschen... Jetzt. Zack. Da haben wir ihn. Juhu. Wurde eigentlich schon mal erklärt, für was diese Dinger sind, die wir hier so benutzen und sammeln? Nein. Ich glaube noch nicht. Es werden ja sicherlich wieder Erfahrungspunkte-Dinger sein, wie im ersten Teil. Dass wir damit wahrscheinlich unsere Level-Ups machen können. Guck mal, hier sind noch ein Haufen Dinger. Können wir da irgendwie rüber oder ran? Spontan würde ich sagen, nee. Pass mal auf. Stell dich mal... Nee, kann ich das hier überhaupt? Nee, ich kann noch nicht diesen Schleuderangriff mit dem Schild. Aber ich kann mich auf dein Schild stellen. Das kannst du tun. Aber es bringt uns nichts. Bringt dich nicht viel weiter. Nee, nicht wirklich. Dann probieren wir einfach mal die Kistenvariante. Wie viele Kisten können wir denn schon bauen? Ich glaube eine. Ich hätte dir jetzt aber eher so hier hingestellt, dass du von da aus nochmal höher springen kannst. Ja. Ja, ja, ist okay. Nichts sagen. Nö, war ja okay. Man muss ja alles mal ein bisschen durchprobieren. Also gut, den Rest werden wir nicht hinkriegen und wir können nur eine Kiste machen. Gut, vielleicht müssen wir auch einfach hier mit dem Holzstamm. Na, ich hätte jetzt gedacht mit dem Holzstamm da, dass wir den mal losketten müssen oder so. Guck mal, Zweier hat man schon mal. Guck mal, jetzt ist hier so ein Pilz rausgekommen hier. Versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Oder was auch immer das sein soll. Guck mal, da direkt vor dir ist noch eine. Ja. Stimmt. So, bleibt die Frage, wie kommen wir an die anderen beiden daran, die da noch waren? Wird wohl schwierig, glaube ich. Meinst du? Guck mal, ich mache hier mal ein bisschen Wasser hin. Ach, guck mal. Ach, du musst die Pflanzen quasi gießen und dann wachsen die, oder? Das interessant. Ist interessant, das ist ja völlig verrückt. Pflanzen, die wachsen. Wieso konnte ich jetzt darauf stehen bleiben? Weiß ich nicht, weil die irgendwie weggeschossen wurde. Jetzt haben wir alle, oder? Haben wir alle, jawohl. Und wir haben einen Levelaufstieg. Okay. Guck mal direkt mal rein. Ja. Du konntest in zwei Kisten bauen, ne? Ist dir das aufgefallen? Nicht so wirklich. Ich kann Monster schweben lassen. Wir haben genau einen Fähigkeitenpunkt. Wir können der Diebin noch die Frostpfeile verpassen. Oder die Bewegungsunsichtbarkeit. Was ist denn Information? Das wäre diese Taste, genau. Die Diebin ist für Feinde nicht sichtbar. Die Wirkung hält 10 Sekunden an, wenn sie stillsteht.
verpufft aber in Bewegung mit doppelter Geschwindigkeit. Das Berühren von Monstern oder das Angreifen beseitigt diese Tarnwirkung sofort. Mhm. Hört sich kompliziert an. Haut mich jetzt auch irgendwie nicht so vom Hocker. Aber hier, Sturmhammer werfen, das klingt doch gut, oder? Das klingt schon mal sehr verletzend, ja. Mit zunehmender Stärke erlangt der Ritter noch größere Fähigkeiten. Der Ritter kann einen Sturmhammer werfen. Dieser Hammer kann sogar einige Objekte aus Stein zertrümmern. Und ich habe aus Versehen auf Kaufen geklickt. Es tut mir leid. Nicht schlimm. Und hier wäre die zweite Kiste gewesen. Ah ja. Also kann ich noch nicht. Bis zu vier Kisten können wir bauen und dann gibt es noch eine Metallmagnetisierung. Was soll das denn sein? Der Zauberer entwickelt seine meisterhafte Herbeizauberungsmagie noch weiter. Magnetisiert herbeigezauberte Objekte, die sich dann an metallenen Objekten befestigen lassen. Okay. Interessant. Das klingt spannend, ja. Was ist denn ein Monsterkerker? Der Zauberer hat einen klugen neuen Kniff gelernt, mit dem er sich selbst verteidigen kann. Fängt Feinde in Kisten, wenn diese über ihnen herbeigezaubert werden. Das ist cool. Ja. Das finde ich richtig cool. Das finde ich auch gut. So, und die Diebin kriegt hier ihre Standardsachen. Feuerfall, Eisfall, Explosionsfall. Und der Krieger weiterhin einfach nur sein Schild und Hammer. Wunderbar. Vernünftig. Haben wir noch ein bisschen was zum Ausbauen. Wird definitiv noch spaßig hier werden, denke ich. Ich schnapp mir hier unten mal noch den Trank. Mach das. Machst du immer sehr vorbildlich. Na, ich möchte ja alle Fertigkeiten noch lernen, die hier so im Spiel noch kommen. Wir arbeiten so da. Der Plan. So, das hier rum wird's ein bisschen. Nach so einer Falltür aus. Ich teste mal. Oder auch nicht. Wahrscheinlich okay. Erst bei dir. Und hier würde ich sagen, machen wir mal Kling kaputt. Und nach unten. Jawohl, schön auf den Kopf fallen. Und ja, ja. Sehr schön. Guck mal, kommst du hier hoch irgendwie? Ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Ach Quatsch. Wir kochen den großen Dicken. Mich gibt's nicht zum Essen. Oh. Jawohl. Wir schnappen uns unsere ersten Gegner. Guck mal, da oben stehen ein paar. Das wäre super, wenn du die da rausnehmen könntest. Ja, ich bin dabei. Ich kümmere mich um die auf dem Boden. Die kommen schon von alleine. Oha. Das müssen wir dringend nochmal üben. Dafür hier, Kobolde zu erschlagen? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich mag sowas. Ich komme da einfach nicht hoch. Das ist immer zum Kühlmelken. Das probier ist doch mal sehr löblich. Okay. Ja, jetzt haben wir alle. Ich sehe gerade, ich kann... Jawohl, meine Kisten auch wieder kaputt machen. Mhm. Interessant. War das beim letzten Mal auch schon so? Nee. Nein, da die standen uns immer im Weg. Oder haben wir das ausprobiert, richtig? Also nee, es wurde nirgendwo erwähnt, dass es denn möglich wäre, das zu tun. Ich stelle hier mal diese Kiste einfach hier drauf, beziehungsweise mir auf den Kopf. Genau. Ein bisschen weiter rüber. Perfekt, dann können wir nämlich da drüben... So war der Plan. ...drauf springen. Das funktioniert super. Ja. Und irgendwas sollen wir jetzt hier blocken. Und du rennst... Okay, oder so. Ich folge dir mal. Achtung, nee. Na, spring mal dran vorbei. So. Komm, Minion, komm. Du hast sie jetzt so abgewehrt, dass ich tatsächlich noch einen abbekommen habe. Es tut mir leid. Ich war stets bemüht. Oh, ich stand nur auf dein Zeugnis. Oh. Was machst du da? Ich habe, glaube ich, gerade die Pflanze erledigt. Nicht schlecht. Was ich mich die ganze Zeit wundere, für was ist dieses Ding? Das muss man kaputt hauen. Ach so. Und dann, was haben wir davon? Da kam was raus. Was kam da raus? Na, so eine Erfahrungspunktekugel. Aber die muss man halt mit dem Hammer kaputt hauen. Okay. Das hätte uns ja mal jemand sagen können. Das ist richtig. So, was machst du da oben? Ja, ich weiß nicht, ob da oben noch irgendwas ist. Also hier sind erstmal zwei Kisten. Aber ich glaube, da ganz oben ist nichts, oder? Ja, ist okay. Aber schnell. So. Goblin, vor dir. Ach so. Ja. Wo ist das? Jawohl. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Ein Save Point, oder? Ja. Guck mal, ich werfe einfach mal meinen Hammer.
voll vorbei. Das ist ja finster. Du, die können sich schon mal warm anziehen, ne? Kriege ich den Hammer jetzt auch wieder? Ja, der kam gerade an. Geiles Ding. Gut, die gehen aber nicht kaputt davon. Die lassen sich einfach nur noch ein bisschen kräftiger schwingen. Oh ja. Wartest du da drüben? Kann ich gerne tun. Okay. Jetzt kommt natürlich hier noch so ein Vieh raus. Ich glaube das nicht. Haben wir. So. Oh Mann, das war ja wieder aufregend jetzt. Guck mal, da oben ist noch einer. Und rechts neben dir sind Gegner. Und da sind auch noch welche. Hinter dir? Ja. Ah, wo sie nicht alle herkommen? Aus welchen Löchern die alle krabbelt kommen? Interessant, interessant. Also ich glaube, die Kriegerin, die sollte man beim nächsten Mal vielleicht noch mal ein bisschen mehr... Oh, da kam was runter. Nein. So. Die sollte man beim nächsten Mal... Ja, ein bisschen mehr ausrüsten. Dass die ein bisschen stärker wird, oder? Von den Fähigkeiten her. Ist auf jeden Fall eine Idee. Weil irgendwie finde ich, die macht quasi keinen Schaden. Auch wenn so ein Gegner kommt. Ich habe auch das Gefühl, dass die im Gegensatz zum letzten Mal wesentlich stärker geworden sind, die Gegner, oder? Weiß ich gar nicht mehr so genau, wie jetzt stark die da überhaupt waren. Das war doch erst gestern. Ach so, ja, stimmt. Da war ja was. Genau. Kannst du da oben mal den Trank rausschießen? Stets bemüht. Ja, okay. War mangelhaft, befriedigend und wird nicht besser. Warte, nee. Ich probier mal. Alter, das ist ein schöner Trick. Das ist ein... Nicht schlecht. Achtung, ich komme. Jetzt. So, ich würde sagen, Kiste und du nimmst mal deinen Kopf da weg. Jawohl. Und dann nochmal Hammerwurf. Dann mal los. Autsch. Können wir jetzt die andere Kiste da draufstellen, um da hochzukommen? Ich denke ja, ich würde aber erstmal gucken wollen, was es hier rechts noch gibt. Weil hier ist nämlich noch eine Kiste. Dann nehmen wir noch die. Und hier geht's aber auch weiter, so wie es aussieht. Okay. Wollen wir nicht da mal gucken, was... So viele verwirrende Wege, ach du Schande. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben gucken. Ja. Das klingt nach einem Plan. Nimmst du noch die rechte Kiste damit? Achso, kommst da so hoch. Ja. Ich aber irgendwie nicht. Und jetzt? Nimm mal den Zauberer. Jawohl. Ich sollte vielleicht nicht draufstehen, wenn ich mir da was hinzaubern will. Das wäre, ja... Oha. Wie hieß denn dieses Türmchenspiel, was es da mal gab, wo man immer einen rausgezogen hat? An das erinnert mich das irgendwie gerade. Ist das Jenga? Ich weiß es nicht. Oh, Vorsicht, Vorsicht, hinter dir! Ja, ganz groß und hässlich. Oh. Sehr gut. Was ist das? Wow, es kommt wieder. Ja, ich wollte mal gucken, wo ich den hinschieben kann. Kannst du erstmal da drauf knallen. Genau. Was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Packen wir den hier unten einfach hin? Genau. Und lass ihn rollen. Gut, in der Zeit baue ich dir hier mal eine Brücke. Über meinen Kopf. Wunderbar. Sehr schön. Ah, wie wir das hier alles so machen, ja? Also das läuft wesentlich besser als im ersten Teil. Als wenn wir das schon jahrelang geübt hätten. Oh, Vorsicht. Ja. Und hier ist Ende. Ich habe es schon kommen sehen. So, guck mal, ob du da durch kannst. Aber selbstverständlich. Komm hinterher, Junge. Jawohl. Oh. Jetzt haben wir natürlich die Höhle nicht mitgenommen. Nein. Was ist das? So. Und wir haben schon wieder einen Levelaufstieg. Ich finde das irgendwie nicht cool, dass es nicht so aufploppt mit dem Levelaufstieg. Kommst du mit über die Blase oder wartest du auf die nächste? Die geht da dann gar nicht hoch. Das ist richtig. Dann springe ich einfach weiter und mache hier mal die Kiste auf. Stimmt.
Du hast ein Sammlergedicht gefunden. Die triste Wildnis. Hören wir uns mal an, oder? Zu spät. Ich sollte Start drücken, damit das losgeht. Aber irgendwie war da nichts. So, du wolltest deine Diebin ein bisschen aufwerten, ja, habe ich genau. Gehört? Gib mir mal da irgendwelche Frostpfeile. Vorher musste ich erstmal einen Schluck aus der Pulle nehmen. Ein bisschen Energie nachfüllen. Ein Erfrischungsgetränk, meinst du? So sieht das aus. Ein isotonisches Kaltgetränk. Wie kommt man daran? Mach mal eine Kiste dahin und ich springe. Vielleicht hätten wir die zweite Kiste nehmen sollen. Anstatt der Frostpfeile. Vielleicht auch nicht. Sah gut aus. Guck mal, es ploppt hier mal auf. Du sollst mal deine Frostpfeile benutzen. So. Alter, das sieht ja schon mal gut aus. Sah auf jeden Fall sehr leuchtend aus. So wird ein Schuh draus. Ist klar. Typisch Diebin. Hier, hallo? Hallo. Meins. Irgendwie müssen wir hier Wasser reinkriegen. Okay. Was für ein lustig aussehender Fels. Wie kriegen wir da jetzt am dümmsten Wasser rein? Na, hier drüben ist das Wasser. Ah ja. Genießt eine Dusche. Wir genießen eine Dusche, dann los. Sehr schön. Ja, das ist doch. Die Rampe muss irgendwie noch weiter nach drüben. Hier der Zauberer. Bin am Start. Alter Falter. Es läuft. Das Wasser. So? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das haben sie richtig cool gemacht. Ja, definitiv. Sind schöne Verbesserungen drin. Definitiv. Guck mal, eine Schnecke. Oh, guck mal. Da geht sie. Das ist nicht Peter, erstmal über die Schnecke freuen. Ah, wunderschön, wunderschön. Ist das romantisch. Und das da sah gerade irgendwie böse aus. Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Dito. Ja, die Frostpfeile ziehen ordentlich durch. Das ist schön, das wollte ich hören. Wie kommen wir da oben ran? Man munkelt, ich weiß Zauberer. Nicht. Der Zauberer kann noch das Ding da irgendwie... Nee, kann er nicht. Diese Blume kann er nicht bewegen. Guck mal, oh, da rechts ist noch einer. Friss das. So. Aber das scheint doch irgendwas Besonderes zu sein, ne? Ah, guck mal. Aber er kann das. Oh. Nee, warte, wie war das? Jetzt konnte ich die doch bewegen. Ich komme gerade jetzt. Pass auf. Schmeiß hoch das Ding. Problem ist nur, das schwebt da drauf. Korrekt. Eine Kiste, eventuell. Was machen wir mit der Kiste? Oder willst du die Kiste hier und dann... Jawohl. Warte, spring noch mal gerade. Ich versuche dir die unter den Arsch zu setzen. Weil so wird das, glaube ich, nichts. Meinst du? Na, wie soll ich denn das machen? Guck mal her. Genau. Ah. Sehr schön. Aber war auch nur eine normale Erfahrungs... Egal. Haben es Punkte besser als brauchen. Dings. Ah, hier kommen hier wieder so eine... Hier können wir einen Hebel ziehen. Möchtest du das machen oder darf ich? Du kannst es gerne tun. Ich zieh mal an dem Ding. Oha. Okay. Sehr löblich. Wieder mal zwei dumme eine Danke. Ich schnapp mir mal die ganzen Kugeln hier. Achso, da passiert da eh nichts. Wie kommt man da ganz hinten an diese noch ran? Ich ziehe noch mal den Hebel für dich. Mach mal. Guck mal, kannst du da jetzt rüber? Kann ich hier. Vielleicht hätte ich noch einen Moment warten sollen? Oder nee, ich kann hier von der Kiste aus. Nee, kann ich auch. Na, du kannst ja mit dem Magier auch noch eine Kiste hinpacken. Oder du nimmst den Baumstamm da ganz links unter mir. Da ist nämlich eh noch eine Dings drunter versteckt. Ein Trank. Oh, Hilfe. Mach du mal. Den Baumstamm hier. Wo solltest du eigentlich nur... Der geht da aber nicht raus, weil da noch was vor ist. Da okay. Braucht man mal ein bisschen... Ich kümmere mich drum. Genau. Bisschen rabiatere Sachen.
Ah, guck mal. Der rollt da runter. Mhm. Macht das jetzt Sinn so? Ja. Weil jetzt ist der blockiert. Das macht Sinn. Manometer. Sagen jetzt. So, bleibt die Frage nach dem Trick hier, der sich relativ einfach geklärt hat. Wie nochmal? Geklärt hat. Okay. Sehr schön. Das kriegst du gleich wieder. Mist, nicht drauf. Zack. Na, ja, die Frostpfeile, die hauen ordentlich rein, ne? Ja, wenn man dann trifft und schnell genug ist. Chill. Ja, ich bin tot. Nein. Hat er unseren Krieger umgebracht. Der erste Tod im Spiel geht auf Dennis' Konto. Wen wundert es eigentlich? Glaube ich, das ist das erste Mal. Na doch, es ist das erste Mal, dass uns ein Charakter verstorben ist. In diesem Spiel, ja. In diesem Spiel, korrekt. So, da bist du wieder. Darf ich mal kurz den Krieger haben? Nö. Shit. Wollte nur den Trank holen. Das ist ganz schön fies, weil das... Das kam von beiden Seiten. Seiten. Ja. Guck mal, da oben ist noch ein Trank. Nein. So ein perfekter Support und er verkackt's. Na, da konnte ich jetzt nichts für. Oh, das ist doch ein Traum. Wie das hier läuft bei uns beiden. Ich stelle mir immer vor, wie man das hier alleine machen soll. Es wird schwierig. Ja. Du links, ich rechts. Nee, andersrum. Okay, es ist deutlich schwerer, glaube ich. Weil meistens war das immer so, es waren noch Skelette beim letzten Mal gewesen, oder? Korrekt. Ein Schuss gegeben mit einem Pfeil und dann waren die tot. Möchtest du mit dem letzten hier noch spielen? Bitte? Möchtest du mit dem letzten hier noch spielen? Mit ihm? Ja. Wieso? Soll ich da mal runtergehen? Stehst du da drauf? Ja. Das ist ja jetzt erst. Wie geil ist das denn? Ja, bitte. Juhu. Bäm. Nicht schlecht, das war ja geil. Und da ist auch noch einer. Vorsicht, der schießt da durch. Ja. Okay, wir üben das nochmal. Wir üben das nochmal. Sehr gut. Sehr schön. Alle guten Dinge sind 5. Oder 4. Juhu. Waren links noch irgendwelche Sachen? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Das ist immer die Aussage, wenn da noch was ist und Dennis keine Lust hat mehr zu gucken. Ach Quatsch. So, da oben war auf jeden Fall noch was, aber das sehen wir gerade schon nicht mehr. Ja. Musste definitiv nochmal validiert werden, dass es auch stimmt, was ich hier erzähle. Kann die Kamera mal stillstehen? Das ist ja nervig hier. Oha. Jetzt komme ich da hoch. Warte. Sehr schön. Oh. Ich hole das mal hier kurz. So. Oh. Die Jane ist unterwegs. Boah. Was ist denn hier los? Da steht ja jemand. Dann wollt ihr Hallo sagen. Ja. Definitiv gelungen. Guck mal, da oben sind noch ganz viele Tränke. Ja, ich komme hier auch nicht weiter. Doch, jetzt. Jetzt bist du durchgestorben. Ich bin durchgestorben. Okay. Da sind die Tränke. Da. Man hat ja kein Schild, wenn man den Hammer ausgewählt hat. Muss man wissen. So, komm mal wieder hier, junge Dame. Hm. Wir brauchen hier Unterstützung. Schieb. Der Dicke ist irgendwie nicht so mit dem Wegfliehen hier. Ich glaube, da muss auch eher eine Kiste drauf, oder? Soll ich da jetzt drauf springen?
Oder? Guck mal, die schwebt da jetzt. Ah, naja, weil da die Luft rauskommt. Und so wie es aussieht, können wir dieses Rohr hier auch noch da dran kleben. Aha, das ist ja jetzt hier. Jetzt wird es ja richtig verrückt. Muss ich ja mal richtig was einfallen lassen. Ja, und man kann die Objekte sogar drehen. Also ich bin ja begeistert. Guck mal, ich packe hier Nummer 1. Wenn wir die noch gerade hinkriegen, ist das super. Au. Wollen wir nicht das Rohr da dran machen? Und dann? Wir können doch einfach das hier nehmen. Oh, guck mal, da oben ist was ganz krasses. Na, wieder so eine für mehrere Level, also für mehrere Erfahrungspunkte. Dann ich würde mal probieren. Ja. Das hätte fast geklappt. Na komm, erstmal so hoch, ganz ruhig. Juhu. So. Keine Hektik verbreiten. So, dann gucken wir mal, ob wir die Kiste hier irgendwie drauf kriegen. Genau so. Du machst das auch alleine sehr gut. Lösche ich die da mal weg und dann kommen wir durch. Ich bin so stolz auf dich. Ah, super. Und das sieht aus, als wenn wir das erste Level abgeschlossen hätten. Juhu. Oder zumindest in den ersten Boss reinrennen. Ach du Scheiße. Alter, die hat mich kaputt gebissen. Kannst du noch mal einen Meter zurückrennen zum Checkpoint? Ja, das sollte ich. Aber wie kriegen wir das Vieh denn jetzt kaputt? Ja, weiß ich nicht. Rennst du trotzdem mal zum Checkpoint zurück? Dreht er einfach wieder um. Ist das eine Nase? Komm mal her. Na, ich glaube, wir können die nur verletzen. Gut, wir können nicht vorbeirennen. Vorbeirennen ist blöd. Ja, und dann... Beim Vorbeirennen will sie uns umbringen. Und nu? Entweder musst du ihr einen Pfeil verpassen, wenn sie anfängt zu spucken, was nicht funktioniert, oder wir müssen da oben die Dinger noch kaputt hauen irgendwie. Kannst du da mal hochkrabbeln? Ich würde hier mal Pfeilschutz machen. Beziehungsweise... Die leuchten auch so komisch. Ja, da müssen wir irgendwie noch ran. Irgendwas müssen wir damit machen. Ja. Gut, da beißt sie dich auch weg. Ich belebe dich mal kurz wieder. Aber vielleicht war das genau der Moment, wo ich hätte schießen müssen. Weiß ich nicht. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ich würde es nur gut finden, wenn du die ganzen Kugeln da oben noch mitnehmen würdest. Wunderbar. Vorsicht, sie kommt. Ja. Ich hab mich... Ach so. Decke. Ah, ich verstehe. Gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Das hoffe ich auch. Das klingt auf jeden Fall gut. Und wir werden beobachtet. Diese seltsamen Leute. Ich behalte sie besser im Auge.